meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Second-Hand-Fashion-Haul. Ja, ich war zum ersten Mal beim Kleidertausch. Also das letzte Video, was ihr gesehen habt, das war ja mal bei diesem Umsonstladen. Dort war ich im Januar des Öfteren. Und nun, war das schon Anfang Februar oder war das noch im Jahr? Nee, das war Ende Januar noch, genau. Da hatte mir die Dame, der das Geschäft gehört von dem Umsonstladen, gesagt, ja hier, nächsten Samstag ist Kleidertausch-Flohmarkt. Also da kommt ihr einfach vorbei, zahlt 2 Euro Eintritt, bringt ein paar gebrauchte Sachen mit, ist wurscht wie viel, was ihr zu Hause habt, was ihr nicht mehr tragt. Und dann könnt ihr mitnehmen, was und wie viel ihr wollt. Und ja, dann hatte ich eine Kollegin von der Fortbildung gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mich zu begleiten. Und ja, dann waren wir dort zusammen. Sie hatte ordentlich einen Rucksack voll und noch so eine Tüte, wo sie noch ein bisschen was drin hatte. Und ich hatte meine große Einkaufstasche, da habe ich dann Sachen drin gehabt. Und dann haben wir da ein wenig gestöbert. Genau, das wollte ich euch heute alles mal zeigen. Ja, fangen wir einfach mal an mit dem, was ich hier ganz oben liegen habe gerade. Und zwar ist das ein Rock. Da ist sogar tatsächlich, seht ihr das? Ja, genau, das Ding ist da tatsächlich noch dran. Also ich glaube, die Vorbesitzerin hat das Teil wahrscheinlich auch so gut wie gar nicht getragen. Also es ist noch ziemlich neu. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Rock, der, wie ihr seht, links und rechts schon mal eine Tasche hat. Das finde ich eigentlich ganz cool. So Röcke mit Tasche finde ich cool. Und der ist ein bisschen länger, ist in eine A-Form geschnitten. Und ja, ich besitze keinen einzigen langen Rock. Zudem ist der auch sehr weit. Ich finde ihn richtig cool, weiß allerdings noch nicht so ganz, wie ich ihn kombinieren werde. Also es ist schon einfach ganz cool, wenn ich nur einen Top drunter habe und den dann so ein bisschen höher sitzen habe. Aber so mit Schuhen und so, das bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Also getragen habe ich ihn bisher noch nicht. Da muss ich erstmal mir noch mal ein bisschen Zeit nehmen und meinen Kleiderschrank durchstöbern und mal ein bisschen kombinieren. Aber machen wir doch gleich mal so den Übergang. Ein anderer Rock, den habt ihr vielleicht auch schon in einem Video von mir gesehen. Oder in einer Story bei Instagram, wenn ihr mir dort folgt. Und zwar, den mache ich mal einmal zu, handelt es sich dabei um diesen Rock hier. Der ist von Esprit, ist etwas kürzer als knielang. Und da habe ich jetzt einfach einen alten Gürtel von mir genommen, den ich da noch durchgezogen habe. Und ich finde ihn richtig schick. Einfach mit einem weißen Langarm-Shirt dazu. Dann habe ich eine schwarze Strumpfhose dazu getragen und schwarze Stiefel. Von hinten schaut er so aus, so Taschen wie so eine Chinohose. Und ja, mir gefällt er sehr gut, sehr schick und ja, Top-Qualität. Also kann man echt nichts sagen. Genau, so, machen wir mal weiter. Und zwar ist es etwas, da scheiden sich, glaube ich, die Geister. Entweder findet man sie cool und interessant oder man sagt, oh mein Gott, das sieht ja aus wie von Oma. Ich fand irgendwie, diese Bluse hat etwas und deswegen kam sie mit. Zwar handelt es sich um dieses Stück hier. Ja, sie hat hier unten weitere Ärmel, schräg und weit geschnitten sind sie unten. Ich glaube, das kommt gar nicht richtig zur Geltung, das muss man schon getragen sehen. Und dann halt diese Muster und ist etwas lockerer, ist sehr, sehr dünner, feiner Stoff. Trägt sich sehr angenehm, ich hatte sie auch schon einmal an. Und das ist wieder so ein Teil, wo ich sagen muss, das finde ich so cool daran an Secondhand. Man schaut sich halt auch wirklich mal Kleidungsstücke an, bei denen man im normalen Geschäft, sage ich mal, so dran vorbeigegangen wäre und gesagt hätte, nicht meins, nicht meins. Man schaut sich die an, probiert dann doch mal und wagt sich doch mal an Dinge ran. Und ja, eigentlich finde ich sie ganz cool. Ja, genau. So, und dann machen wir weiter mit einem Teil, was ich mir gekauft habe. Das ist jetzt nicht von diesem Kleidertausch-Tag gewesen, sondern das ist ein Pulli, den habe ich mir gekauft beim Secondhand-Shop, richtig. Und zwar handelt es sich um dieses schöne Stück. In den war ich auch sofort verliebt. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig hier mit dem Kragen. Also das ist so ein höherer Kragen, den man halt so ein bisschen locker runtergeschlägt trägt. Und der ist
ja, schon sehr kurz, muss man sagen. Also, man sollte keine Hüfthose dazu anziehen, sagen wir mal so, weil dann könnte schnell mal beim Strecken der Bauch rausgucken. Aber ja, genau. Also ich mag ihn total gerne, ich finde ihn super schön. Der ist so flauschig weich und hellgrau gefällt mir auch total gut und ist von Opus. Und dann dachte ich mir, als ich den gekauft habe oder als ich ihn im Geschäft schon anprobiert hatte, was ist denn das für Material? Der fühlt sich so klasse an. Leute, haltet euch fest. Dieser Pullover hat 31% Wolle plus 12% Alpaka. Wie krass ist das denn bitte? Ja, also, ja. Sowas gebraucht für 4,90 €? Ich glaube, 4,90 € habe ich dafür bezahlt. Das ist der absolute Wahnsinn. Top erhalten, super Qualität, flauschig, sieht toll aus. Ja, also da habe ich mich auch wahnsinnig drüber gefreut, über ja, den Fund quasi. Und den trage ich auch sehr häufig. Genau, so und dann geht es weiter beim Kleidertausch. Jetzt fällt mir hier so ein bisschen was runter. Und zwar noch ein Teil, was ich total liebe und ich weiß nicht, wie oft schon anhatte. Und zwar handelt es sich dabei um diesen Poncho-ähnlichen Pulli. Ich weiß gar nicht, ob man das noch als Poncho bezeichnet, denn ich zeige euch das erstmal hier. Das ist die Armöffnung. Also der ist sehr weit am Arm, also schon wie ein Poncho, so Fledermausöffnung quasi, Fledermausärmel. Hier unten ist er allerdings zu. Also das ist das Bund, was ich auf der Hüfte trage. Und dann hat er einen sehr hohen Kragen, der dann auch wie bei dem anderen Pulli quasi mir so am Hals hängt. Und ja, ich finde die total klasse. Im Geschäft auch so ein Ding. Wäre ich dran vorbeigegangen. Ich habe mich bisher nie für Ponchos interessiert, weil ich die nicht ganz so praktisch fand und mir dann auch immer dachte, für so einen Umhang, den ich gar nicht so richtig tragen kann, weil es schwierig ist, eine Jacke darüber zu tragen und ja, weiß ich nicht. Für mich war es immer einfach viel zu kompliziert. Und da dachte ich mir, nö, dafür gebe ich keine 40 € oder was aus, weil wenn man da dann schon was Vernünftiges haben will und keine Billigqualität, ist man da schnell bei 40 €. Und den habe ich dann gesehen, dunkelgrau ist auch sowieso total meine Farbe. Und habe ihn anprobiert und dachte mir, wow, der sieht richtig gut aus. Also im Geschäft wäre ich auch da wieder dran vorbeigegangen. Und auch der ist, ich sehe keine Prozentangabe. Also der wurde schon ziemlich viel getragen scheinbar, bevor ich ihn jetzt bekommen habe. Nichtsdestotrotz sieht er klasse aus und hat überhaupt gar keine Mängel. Muss nochmal dazu gesagt werden. Auf jeden Fall enthält der auch Wolle. In was für einer Menge, weiß ich jetzt nicht, aber ja. Ganz, ganz große Liebe, wirklich. Also diese beiden Pullis, ich weiß nicht, wie oft ich die schon anhatte und auch der Rock, den ich euch eben gezeigt habe, totale Favorites aktuell. Genau, so. Machen wir weiter. Ich habe hier noch 5 Teile. Und zwar habe ich ebenfalls von dem Tausch. Jetzt kommen nur noch Tauschsachen. Genau, brauche ich also nicht mehr erwähnen. Habe ich einen Jumpsuit. Ja, eigentlich ziemlich schlicht. Brauche ich gar nicht viel zu sagen. Blau-weiß gestreift. Also wer mich schon länger schaut, weiß, dass dieser maritime Look einfach total meins ist. Und ja, genau. Den habe ich gesehen und für mich war klar, also wenn ich da reinpasse, dann kommt er definitiv mit und so war es auch. Ja, habe ich mich riesig drüber gefreut. Natürlich ist noch nicht die Zeit dafür, aber umso mehr freue ich mich dann auf die warmen Tage. Genauso wie das nächste Teil und das finde ich mal richtig cool. Ich habe noch nie eine Latzhose gehabt und habe mich auch noch nie so richtig rangewagt, muss ich sagen. Ich fand es immer schon cool, aber habe mich nie so richtig rangewagt. Und das war jetzt, ja, es war der Zeitpunkt jetzt, sich doch endlich mal zu trauen. Und zwar handelt es sich um eine kurze Latzhose. Ich mache das hier mal zu, damit ich es euch besser zeigen kann. Und die ist einfach witzig. Ja,
mit diesen Affen-Imuis drauf. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Eine kurze Latzhose. Dazu ein weißes T-Shirt und weiße Chucks stelle ich mir richtig cool vor. Ja. Ja, braucht man auch nicht viel zu sagen. Freue ich mich riesig drüber und da freue ich mich auch schon riesig drauf, die dann im Sommer mal auszuführen. Super witzig und besonders irgendwie. Ja. So, kommen wir zur letzten Hose. Und dann habe ich noch zwei Oberteile und dann haben wir es auch schon. Und zwar diese Hose hier. Eigentlich nichts so Besonderes. Ist von H&M so eine lockere Sommerhose. Die würde ich auch wirklich in der Hüfte tragen, weil die schon sehr weit ist. Einfach nur ein weißes oder schwarzes Top dazu, Flipflops und ja, ist ein lässiges Outfit im Sommer für Spaziergang durch die Stadt oder was auch immer, keine Ahnung. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. So eine Shorts habe ich noch nicht und demnach passte das auch ganz gut. So, und dann die letzten zwei Teile habe ich hier noch einen Pullover, der nicht so richtig feminin ist, aber mir gefiel es halt gut. Brauche ich nichts zu sagen. Blau-weiß, ne? Gestreift. Ja, der ist etwas länger. Hat hier oben so ein, das sieht man gerade gar nicht so richtig, glaube ich, ja. Der hat hier oben genau so einen festen Stehkragen, eine Knopfleiste und den fand ich sehr schick. Ja. Gibt nicht viel mehr dazu zu sagen. Er gehörte auch wieder. Das ist der Wahnsinn, wie intensiv ich das jetzt rieche. Der war wohl in einem extremen Raucherhaushalt, denn ich habe das schon gerochen, als ich mir den mitgenommen habe und habe ihn gewaschen und er riecht noch immer. Also es steckt so tief in den Fasern. Ja, sonst gibt es nichts zu dem Pulli zu sagen. Ich finde ihn schön, wenn es einfach mal in der kälteren Jahreszeit kann man den so im Alltag einfach zu einer Jeans tragen. Nichts Besonderes, Spektakuläres, aber sieht trotzdem angezogen und schick aus und ist wirklich dick. Ja, so. Und das letzte Teil ist, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Ob das, na, ein Poncho ist es nicht. So eine Weste. Die hat hier auch sehr weit geschnittene Ärmel und ein dickeres Bund und ist halt vorne offen. Und ja. Die fand ich auch sehr schön. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Da würde ich dann auch so ein Langarm-Shirt drunter tragen, Jeans und irgendwie braune Stiefeletten oder so. Vielleicht noch eine lange Kette, das könnte ich mir sehr gut vorstellen zu so einem Oberteil, wenn man hier eine lange Kette zuträgt. Und ja. Also, meiner Meinung nach war es wieder sehr erfolgreich. Achso, den Pulli habe ich übrigens auch daher. Ja. Wir haben es jetzt Freitagabend, der Maxi ist noch bei der Arbeit und ich hatte keine Lust, mich groß fertig zu machen. Deswegen habe ich einfach nur einen schlapprigen Pulli an. Den fand ich auch ganz cool. Einfach lässig, so wenn man zu Hause ist. Ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ja, ich find's einfach super. Allerdings muss ich sagen, merke ich doch gerade, jetzt wo ich das Anfang des Jahres entdeckt habe, dass das aktuell ganz schön ausartet bei mir. Dass das total überhand nimmt, dass ich viel zu viele Klamotten mir jetzt hole dadurch. Das verleitet schon extrem und da muss ich mich jetzt definitiv wieder zügeln. Ich habe jetzt nochmal wieder ein bisschen ausgemistet, werde das wegbringen und aber auch nichts Neues mehr holen, weil ja, ich merke, es artet doch schon ganz schön aus und das sollte nicht der Sinn sein des Ganzen. Aber ich wollte euch dennoch zeigen, was ich hier so Schönes habe. Und ja, genau. Jetzt werdet ihr auch erstmal ein, zwei Monate auf jeden Fall wahrscheinlich längere Zeit Ruhe davon haben, damit ich erstmal wieder ein bisschen zurücktrete, was der Fashion-Konsum, was den Fashion-Konsum angeht. Ja. Aber ich weiß definitiv für mich, ich finde das ganz, ganz großartig, Secondhand-Sachen.
Denn ja, ein Aspekt ist natürlich, man spart Geld, definitiv. Das ist aber gar nicht so der Hauptgrund, sondern viel mehr, weil ich einfach der Meinung bin, es gibt so viele tolle Sachen, die schon getragen wurden und vielleicht sonst wegkommen würden oder was auch immer. Es gibt einfach so viele tolle Sachen. Es muss nicht alles immer neu sein. Und gerade bei Kleidung vertrete ich diese Meinung ganz stark und das wird sich jetzt auch weiter so durchziehen. Also das ist auch mit ein Vorsatz von 2018, in 2018 von mir, so wenig wie möglich neu zu kaufen. Und da schließe ich definitiv als allererstes Kleidung mit ein. Denn es ist auch so, dass du im Geschäft häufig gar nicht weißt, auf was für eine Qualität du dich jetzt einlässt, für was für Qualität du jetzt dein Geld hinlegst. Und in einem Second-Hand-Shop oder eben beim Kleidertausch oder in so einem Umsonstladen ist ja wurscht, wo gebrauchte Kleidung auf jeden Fall zu finden ist. Siehst du auf jeden Fall, was das für eine Qualität ist, weil die Sachen wurden schon eine Zeit lang getragen, wurden schon des Öfteren gewaschen und ja, du kannst eigentlich immer davon ausgehen, dass das gute Sachen sind, denn wer bringt schon so richtig, richtig abgeranzte Sachen dahin? Also wenn ich jetzt irgendwas in den Second-Hand-Shop bringe oder dort zum Kleidertausch oder so, dann sortiere ich zu Hause schon vor. Also wenn da jetzt Sachen sind, die schon mega die Löcher haben oder total ausgewaschen sind oder eingelaufen und dadurch total verkrümmt sind oder was auch immer, keine Ahnung, dann würde ich das dort nicht hinbringen. Dann würde ich das schon aussortieren. Also es sind in erster Linie ja wirklich dann schon Sachen dort, die wirklich noch gut sind und du kannst einfach immer davon ausgehen, dass die Qualität gut ist. Ja, das finde ich auch so super daran. Mehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Das sage ich irgendwie heute so oft. Das habe ich schon nach jedem zweiten Teil gesagt, habe ich das Gefühl, ha? Ja, wie steht ihr zu dem Thema? Kauft ihr Secondhand oder geht ihr zu solchen Kleidertauschgeschichten auf dem Flohmarkt oder wie auch immer? Das könnt ihr mir ja mal erzählen. Das ist sehr aktuell, wie ihr seht, ein sehr aktuelles Thema bei mir in meinem Leben. Und deswegen würde es mich natürlich auch interessieren, wie es da bei euch ausschaut. Würde mich freuen, wenn wir uns da ein bisschen drüber austauschen. Und ja, genau. Nun hoffe ich, es hat euch gefallen. Wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Ciao.